Hallo liebe Dino-Freunde, es ist endlich soweit. Ich zeige euch den brandneuen Carnotaurus aus der Hammond Collection. Die Box wurde auch komplett neu gestaltet. Bisher waren ja die Boxen von der Hammond Collection eher in diesem Metall-Look gestaltet. Jetzt hat Mattel aber das komplett überarbeitet. Und ihr könnt schon sehen, wir haben jetzt hier vorne auf der Front den Carnotaurus nochmal als Figur abgebildet. In einer sehr, sehr schönen Abbildung, muss ich sagen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und wir haben jetzt nicht nur auf der Seite das typische Bild, sondern eben auch auf der Vorderseite. Das heißt, wenn ihr euch die Figur mit Box so ins Regal stellt, könnt ihr euch das Ganze einfach nochmal auf dem Bild anschauen. Finde ich eine richtig tolle Sache. Also hat Mattel gut überarbeitet, gefällt mir sehr, sehr gut. Dafür ist jetzt das Hammond Collection Logo hier hochgerutscht und etwas verkleinert worden. Aber na gut, damit kann ich prinzipiell ganz gut leben, denn wir haben es hier an der Seite nochmal. Hammond Collection, das Logo hier an der Seite. Der Blick auf die Rückseite zeigt ebenfalls nochmal den Carnotaurus. Hier kommen auch schon die nächsten Figuren, sind hier schon angekündigt. Owen Grady, der Velociraptor Blue und der Dimetrodon. Ja, und ihr könnt natürlich sehen, dass der Carnotaurus hier aus der Fallen Kingdom Serie ist, denn Mattel fokussiert sich jetzt erstmal mehr oder weniger auf die Jurassic World Trilogie. So scheint es zumindest wenn ich mir die Figuren anschaue. Ich finde es auch gar keine schlechte Sache, denn wir hatten ja jetzt im Zuge des 30 Jahre Jubiläums Jahres 2023 eine ganze Menge Jurassic Park Stuff. Deswegen finde ich es persönlich richtig gut, dass Mattel jetzt auch mal mit den Jurassic World Sachen weitermacht. Bevor ich das Ganze auspacke, nochmal kurz die Maße. Die Box hat eine Länge von 30,5, eine Höhe von 22 cm und eine Tiefe von gut 10,5 cm. Und für all diejenigen, die jetzt sagen, das interessiert doch niemand, gar keine Frage. Wenn du so denkst, ist das völlig in Ordnung, aber es gibt eine ganze Menge Sammler, die solche Figuren, zum Beispiel den Carnotaurus, in der Box sammeln und sich dann vielleicht zum Beispiel von Sora ein entsprechendes Case anfertigen lassen. Wer nicht weiß, was Sora Cases sind, der schaut sich das Video gerne an, klickt oben im Eck, könnt euch das Ganze anschauen und für all diejenigen, die das quasi eincasen wollen, viel Spaß damit. So, jetzt wollen wir aber das Ganze mal auspacken. Kommen Sie heraus, lieber Carnotaurus. So, da ist er schon. Und er sieht wirklich toll aus. Es ist eine richtig, richtig tolle Figur. Er sieht so schon auf den ersten Blick richtig klasse aus. Er hat hier unten solche Papierbänder. Finde ich gar nicht mal schlecht, dass Mattel hier auch ein bisschen auf die Ökologie achtet, dass wir hier einfach nicht ganz so viel Plastik haben. Auch wenn es hier nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein ist. Aber man kann ja damit mal anfangen. Und im Übrigen finde ich die persönlich auch wesentlich besser. Sie sehen zwar nicht so schön aus, aber sie sind deutlich stabiler und wenn man die Figuren nämlich in der Box sammelt, dürften diese Bänder auch nach vielen Jahren immer noch halten. Bei diesen Plastikbändern, mit denen die Figuren aktuell noch gesichert sind, bin ich mir da leider nicht ganz so sicher. Denn bei den ersten Figuren aus der Jurassic World Serie aus Fallen Kingdom von 2018, da vergilben diese Bänder schon so langsam. Und deswegen bin ich mir da gar nicht so sicher, ob die die nächsten 20, 30 Jahre durchhalten werden. Also, der Carnotaurus wäre jetzt erstmal befreit. Die Box ist hier natürlich vom Inlay wie immer in der Hammond Collection gestaltet. Das heißt, wir haben hier diese Pflanzen als Hintergrund. Sieht doch ganz, ganz hübsch aus. Ist aber der Standard-Hintergrund. Da hätten wir auch schon den Körper vom Carnotaurus. Und hier haben wir wieder den Schweif, der hier angesteckt werden muss. Das Ganze kann man auch diesmal absolut 0,0% falsch machen, da wir hier eine Art Sechseck haben. Und man kann das praktisch nicht falsch einführen. Einfach reingesteckt das Ganze. So, mit einem Klack ist es drin. Und was soll ich sagen? Er fühlt sich relativ leicht an, muss ich sagen. Hängt damit zusammen, dass wir hier natürlich nicht viele Teile dran haben. Der Schwanz ist aus einem Vollgummi gegossen, aber die anderen Teile sind natürlich alle hohl. Deswegen ist er relativ leicht. Aber das soll uns natürlich nicht stören, denn dafür hat er natürlich einiges an Gelenken und man kann ihn sehr, sehr dynamisch hinstellen, was ich eine richtig tolle Sache finde. Der Hals ist nicht ganz so hyperflexibel, wie das vielleicht beim T-Rex der Fall ist. Also ihr habt hier eine relativ realistische Bewegungsfreiheit mit dem Kopf. Das heißt, ihr könnt ihn nach links und nach rechts drehen. Aber hier, wenn er nach unten zum Beispiel zeigt, kann er nicht nach links und nach rechts bewegt werden. Das kann man nur machen, wenn der Kopf nach oben gerichtet ist. Er hat also einen relativ steifen Nacken, aber ich muss sagen, das stört mich 0,0%. Dann hat er auch hier hinten am Schweif natürlich nochmal einen extra Bewegungspunkt hier an der Schwanzwurzel und auch der eigentliche Gummischweif, der hier aus dem neuen Material gefertigt ist, kann man hier nochmal extra bewegen. Was ich auch sehr, sehr cool finde, wir haben hier eine, ich sag mal, ja, Mitnahmesteuerung, nenne ich es jetzt einfach mal. Das heißt, wenn ihr die obere Hälfte vom Kopf nach oben bewegt,
bewegt sich der Unterkiefer automatisch nach unten, also er wird automatisch geöffnet. Wir werfen noch mal einen kurzen Blick ins Maul, denn hier haben wir auch eine sagenhafte Neuheit. Denn wir haben nicht nur ja, wieder Kunststoffschalen als Maulinneres, sondern haben hier eben auch sehr schöne gummiartige und vor allem sehr spitze Zähne. Das hat Mattel mittlerweile auch bei ja, den meisten Figuren, setzen sie das um. Auch jetzt die anderen Figuren aus der Epic Evolution Serie haben die neuen spitzen Gummizähne, was ich eine richtig schöne Entwicklung finde. Denn so sehen die Figuren natürlich noch viel, viel natürlicher aus und natürlich kann sich niemand daran verletzen. Denn auch die Hammond Collection läuft natürlich weiterhin unter Spielzeug. Deswegen muss auch hier ja, der Personenschutz, sage ich jetzt mal, weiterhin gegeben sein. Ansonsten hat er natürlich eine Menge Details und ich muss auch sagen, ich denke, das ist die Figur aus der Hammond Collection, die bisher am absolut besten ist. Also das heißt, selbst der T-Rex, der ja schon ziemlich gut ist, wird hier von dem Carnotaurus nochmal gnadenlos übertroffen. Hängt einfach damit zusammen, dass man hier die Originalmodelle aus dem Film genutzt hat. Das konnte man in dem Vorstellungsvideo von Target.com sehen, dass ja, Mattel quasi die originalen Dateien von ILM bekommen hat und dann hier einfach als Figur umgesetzt hat. Das wird der Hauptgrund sein. Ansonsten ist er wirklich sagenhaft von den Details. Der Kopf sieht sehr, sehr realistisch aus, so wie man es auch im Film sehen kann. Wir haben hier feinste Schuppendetails, nicht nur um die Augen drumherum, sondern eben auch hier auf der Oberseite. Und was mir so richtig gut an diesem Modell gefällt, ist, dass er so einen richtig schönen, stumpfen Kopf hat, was alle anderen Carnotaurus-Modelle bisher nie so richtig hatten. Das ist das erste Modell, wo ich wirklich sage, das sieht richtig top aus. Auch die Bemalung von diesem Modell ist richtig gut umgesetzt. Wir haben zwar auf der Unterseite, die Farbe geht zwar wieder nur bis zum Schwanzansatz, dafür haben wir aber auf der Oberseite eine Bemalung, die sich wirklich über den kompletten Körper zieht, sogar bis zur Mitte des Schwanzes, was ja bei Mattel leider auch nicht immer die Norm ist, aber hier bei der Hammond Collection machen sie es, da ziehen sie es durch, da wird das komplette Modell entsprechend bemalt. Auch ein paar Details hat man hervorgehoben, wie zum Beispiel hier die Krallen, die hat man hier mit so einem, ja, ich sag mal dunklen Grau, glänzenden Grau umgesetzt. Sieht sehr, sehr schön aus, sehr, sehr passend und vor allen Dingen der Carnotaurus hat sehr, sehr kleine Beine. Mattel hört mittlerweile auf die Fans, wir wollen einfach keine Dinos mit riesengroßen Füßen, auch wenn dadurch die Standhaftigkeit vom Carnotaurus, ich sag mal, ein wenig eingeschränkt ist, denn das ist es halt einfach, durch die kleineren Füße stehen die Figuren etwas schwieriger, man muss quasi die Figur ja etwas, ich sag mal, besser positionieren, dass sie entsprechend auch stehen bleiben. Wir haben hier eine ungefähre Länge mit Schwanz von gut 45 cm. Und wenn man ihn, ich sag mal, etwas ausgestreckt hinstellt, in der Höhe, an der höchsten Stelle von gut 20 cm, je nachdem, wie man das Modell natürlich positioniert. Hier habt ihr jetzt mal im Vergleich den T-Rex aus der Hammond Collection. Das ist allerdings hier das Modell aus dem Set mit dem Anwalt. Und ihr könnt schon sehen, der T-Rex ist doch noch ein ganzes Stück größer und das finde ich auch so super an diesem Modell, dass man den Carnotaurus auch wirklich ein wenig kleiner dargestellt hat, weil er ist ja einfach im Film auch ein wenig kleiner, als wie das beim T-Rex der Fall ist. Warum ich das so genau betone, das zeige ich euch jetzt, den T-Rex nochmal kurz beiseite gestellt, denn wir hatten ja zum Teil schon recht große Carnotaurus Modelle und hier könnt ihr schon sehen, okay, von der Größe her nehmen die sich jetzt beide nicht so viel, aber er wirkt um einiges kräftiger, beziehungsweise auch die Füße sind sehr, sehr groß, beziehungsweise sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. Ja, Mattel will halt mit den Spielfiguren ja eine gute Standfestigkeit erreichen, was jetzt hier bei der Sammlerserie natürlich nicht unbedingt der Fall sein muss. Dieses Modell war von seiner Modellierung nicht so übermäßig. Das beste Modell war bisher eigentlich immer dieses Modell. Das ist der Carnotaurus aus der Fallen Kingdom Serie von 2018 und bisher ist rein von der Optik her nichts an dieses Modell rangekommen, bis eben jetzt der neue Carnotaurus. Und hier seht ihr einfach mal ja, den Unterschied nochmal zwischen den beiden Modellen. Der Carnotaurus war, wie gesagt, von seiner Größe und von seiner Anmutung sozusagen, sah er schon ziemlich gut aus. Aber jetzt seht ihr einfach mal den Unterschied zwischen Sammlermodell und Spielzeug. Ja? Denn diese Figuren richten sich an uns Sammler. Wir wollen einfach schöne Figuren haben, die keine Action-Features haben, sondern einfach nur sich bewegen können und über gute Details verfügen. Ja? Damit man zum Beispiel damit schöne Fotos machen kann, wie zum Beispiel das hier.
Ihr seht schon, ich bin ziemlich begeistert von diesem Modell. Schreibt doch gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von dem neuen Carnotaurus haltet und vor allen Dingen, ob ihr euch den schon zugelegt habt. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dinosaurs Toys and Merchandise und der Carnotaurus aus der Hammett Collection. Macht's gut, euer Patrick. Tschüss. So, und ich werde jetzt mal hier ein Rendezvous mit euch machen. Euch beide mal hier im Display aufstellen.